Hallo, liebe Freunde des Eurotruck Simulator 2. Wir befinden uns wieder hier im Hauptmenü. Ich bin der Benny, ich bin der Meister. Und ich nehme wieder kurz und knapp auf. Heute am 10.09. soll die Folge erscheinen. Wollte eigentlich gestern Abend noch spätestens aufgenommen haben, aber naja, war ja so blöd und hab noch ein Bierchen getrunken und dann wurde ich ein bisschen müde, aber naja, kriegen wir alles hin. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir gerade hier sind. Wir sind ja auf unserer Entdeckungstour hier. Was dann gerade ein bisschen komisch ist hier. Genau, da soll es einfach weitergehen. Manchmal macht er das so komisch. Dann ja nach Turin Richtung. Siehst du, der macht das immer noch so komisch hier. Wieso? Hallo? Also irgendwas stimmt da noch nicht so ganz. Fahren wir erstmal so. Irgendwann müssen wir auch mal wieder ein bisschen Aufträge annehmen. So, gepennt hatte der ja. Schon wieder einige Zeit her. Steht hier so ein komischer Typ. So. Ich komme überhaupt gut raus. Ja, das sieht gut aus. Und wir brauchen natürlich wieder. Ich würde gerne andere Musik mal machen, aber ich weiß immer nicht, wie das mit der GEMA ist und so. Ist immer so eine Sache. Man kann ja auch schöne Routen entdecken. Schade, dass das Spiel nicht so einen großen Anklang findet. Es gibt nur einige Sachen auf dem Channel, die nicht so großen Anklang finden. Hält uns zwar nicht davon ab, das zu machen, aber naja. Aber auf jeden Fall demnächst. Ich weiß nicht genau wann. Ich habe das schon öfters ja gesagt. Wird es ja mit Hero of the Kingdom losgehen und Hero of the Kingdom 2. Damit ich das auch mal vernünftig ausspreche und nicht so ein Fäul im Mund hab. Das nervt mich manchmal selber. Also manchmal bin ich ein bisschen am Nuscheln, aber manchmal rede ich auch gut. Wie in einer Forest-Session, so ein bisschen ja, ruhiger natürlich, aber sehr klar. Das ist einfach Training, aber obwohl es schon so viele Videos gibt. Und ja, unser Channel gibt's schon, wie ihr vielleicht in der Videobeschreibung oder beziehungsweise im Folgentitel gelesen habt, ein Jahr gibt's im Vorfeld schon. Heute ist der 10.09.2015. Der Channel wurde erstellt am 9.09.2014. Und am 10.09.2014 kam das erste Video. Das hat der Kevin gemacht. Noch unkommentiert. Eine Counter-Strike Workshop Map. Die mit dem Kinderzimmer. Hat vielleicht der ein oder andere gesehen. Und dann folgten noch weitere Counter-Strike Videos. Ja. Also war zu der Zeit, wo es gar nicht so lange her war, dass wir bei unseren, dass wir waren ja beide bei einem Arbeitgeber, einer Sicherheitsfirma. Und da waren immer lustige Leute und deswegen haben wir auch immer so komisch geredet oder reden immer noch manchmal so, dass es ganz nett ist oder weiß der Geier was. Das sind immer so ein paar Insider. Und das war noch die Zeit da, wo es eine gewisse Pia gab. Ich weiß nicht, ob die hier überhaupt noch zuschaut, mit der wir zu tun hatten. Oder vielleicht ich noch ein bisschen mehr gewissen Dingen. Naja. Aber da gab es ja auch mal irgendwann so ein Video, die Verrückten im TS oder so. Das ist zu der Anfangszeit, ich glaube, weiß nicht, vor dem Channel sogar noch entstanden. Ich weiß es nicht. Also vor knapp einem Jahr so ungefähr. Ja, was sich in einem Jahr alles so entwickelt. Ja, und jetzt haben wir über 100 Abonnenten. Haben wir jetzt zwar kein großes Special gemacht, aber vielleicht wird es irgendwann nochmal folgen. Bei einer anderen Zahl oder so. Man weiß es ja nicht. Mal gucken. Es dürfte ja noch steigen. Langsam zwar, aber langsam aber stetig. So, wir kriegen immer weitere Erfahrung hier. Ich hoffe, wir fahren auch immer richtig, deswegen muss ich immer mal ein bisschen gucken. Ja, sieht gut aus. So ganz ausgereift ist das auch noch nicht hier mit den Wegpunkten. Und ich quetsche mich hier mal einfach durch. Ich sag mir zu langsam.
Mal wieder wie so ein Geisterfahrer hier. Ja, das ein oder andere Projekt hat da immer gute Klicks gehabt oder hat. Also mal The Forest macht viel auf den Channel aus. Über, weiß ich auch, ob wir schon 900 Videos veröffentlicht haben. Auf jeden Fall 900 Videos sind hochgeladen, so über. Ja, und über 240 davon The Forest. Ja, Arma 3 läuft natürlich immer gut. Space Engineers läuft immer gut. Es gibt natürlich einige Sachen, die immer nicht so gut liefen oder laufen, wie Banished oder hier dieses Eurotruck. Aber das macht nichts. Das ist dann eben so. Ja. Ganz am Anfang, nachdem ja die ersten Videos unkommentiert waren, kam ja unser erstes gemeinsames Projekt mit mir und Kevin, das wir auch kommentiert haben, Left 4 Dead 2. Hatte erstmal ja ganz geringe Videolänge, da wir dann immer mit Shadowplay aufgenommen haben. Der das immer macht, immer selber ein neues Video. Inzwischen nutzen wir andere Programme, OBS, weiß der Geier was. Und sind da viel im Rumprobieren, was das angeht, mit Aufnahmeprogramm und mit Qualität. Aber ich glaube, wir haben uns schon verbessert, weil damals hatte ich zum Beispiel noch ein anderes Headset, das man auch bald in die Tonne hauen konnte. Gab es dann bei The Forest auch mal Aussetzer davon. Und immer gewaltiges Rauschen und so. Und dann habe ich einmal ein neues Headset gehabt und dann war das natürlich viel besser. Das hat der Kevin auch meistens gehabt. Aber er hat auch noch ein anderes Headset, auch von Logitech. Ja, was haben wir? Wir haben auch noch zusammen, haben wir auch noch Counter-Strike viel gemacht. Dann haben wir Starbound gemacht, Rising World. Starbound kam leider eher mal nicht weiter. Rising World gab es nicht so viele Updates. So, hier ist Mode. Am lustigsten ist immer meistens Gary's Mod gewesen. Vor allem Mörder und sowas. Haben wir uns letztens auch nochmal angeschaut. Da kann man sich echt totlachen. Also könnt ihr in die Playlist mal gucken. Wenn ihr gerne lachen wollt. Echt bekloppte Folgen und mit lustigen Stimmen und alles. Das ist auf jeden Fall so lustig, dass es mal wieder kommen sollte. Wir hatten zwar auch Prophunt gemacht, den Modus davon, aber da hat man... Ja, da gibt es manchmal so ein bisschen GEMA-Probleme, sagen wir mal. Benny Hill-Musik und so. Und dann weiß ich nicht, ob man das nicht lassen sollte. Oder wir schauen mal bei TTT rein oder so, das weiß man alles nicht. Alles nicht ausgeschlossen. Oder mal wieder ein bisschen Counter-Strike. Battlefield 3 wird es bestimmt auch in irgendeiner Form bald mal auf unserem Channel wiedergeben. Ja, Left 4 Dead 2 hatten wir dann ja durchgespielt, nach auch einer langen Pause erst wieder. Und zwischendurch haben wir auch mal Arma zusammengespielt, Arma Epoch. Ja, leider ist von Prophet Benjamin, also meine Wenigkeit, Arma nicht so sein Ding. Es tut mir auch sehr leid. Aber mal sehen, ist ja nie alles ausgeschlossen. Ja, Trackmania hatten wir auch mal ein bisschen gespielt, Trackmania Stadium, dann auch mal ich ein paar Folgen alleine. Aber da kannst du auch nicht so viel machen von. Dann gab es auch mal ein paar Let's Shows und so. Und Adventure Capitalist und Kingdom Rush hatte ich mal gezeigt. Dann gab es noch ein paar Real-Life-Videos von ein paar Schiffen oder aus dem Hafen. Und dann habe ich mal meinen Blutengel, meinen Omen da geöffnet. So habe ich das auch genannt, das hieß das Album halt. Das war irgendwie lustig, so der Titel, keine Ahnung. Muss mal Licht anmachen, so. Ja, Ark lief dann natürlich. Was sagt man denn noch? Wir hatten vieles am Laufen. Der Banished hatte ich ja dann noch gemacht. Der Kevin hat ja auch noch ein bisschen DayZ gemacht, auch mit seinem Bruder mal zusammen.
Ja, war schon einiges. Und natürlich Sniper Elite 2, glaube ich. Nicht zu vergessen. Free Kevin. Könnt ihr auch gerne nochmal anschauen. So, hier sind wir in Lyon. Kenne ich auch noch nicht hier die Gegend. Ist auch ganz schick. Und ein bisschen was zu entdecken. Da ist unser Wegpunkt irgendwo da. Ja, jetzt haben wir mittlerweile schon längere Zeit zweite Formel 1 Season am Laufen. Die erste war mit Williams, die zweite mit Mercedes. Oh, ich muss hier rum. Das war nicht ganz nett, was ich hier mache, aber naja. Naja, läuft ja manchmal nicht so gut für mich. Manchmal habe ich dann auch so ein bisschen, naja. Einmal bin ich ja leider gegen die. Oh. Lass mich. Aber die fahren ja auch wie die Bekloppten. Naja, naja, bin zugegebenermaßen. Achso, ich fahr mal hier rein. Jetzt bin ich ganz durcheinander hier. Einmal bin ich leider gegen die Mauer gefahren. Das tut mir auch leid. Das soll eigentlich nicht vorkommen. Ja, oder des Öfteren mal so ein bisschen angepisst von Sachen, weil mehr drin gewesen ist. Ja, so ist der Benjamin leider manchmal. Das kommt leider vor. Ist nicht gut, finde ich auch nicht gut im Nachhinein, überhaupt nicht. Ja, man könnte sagen, was soll man machen? Aber ja, sich zusammenreißen so ein bisschen, nicht? So, es müssen aber noch einen kleinen Umweg fahren. Mann, immer dieses Husten oder der Frosch im Hals bei Aufnahmen. Ob es da nicht weitergeht, weiß man auch nicht, weil es da nichts mehr gibt wahrscheinlich. Ja, warum das so blinkt, weiß ich nicht. Als wenn das immer noch geöffnet wird. Ein Renault-Händler, natürlich in Frankreich. Und eine Arbeitsagentur. Na, mein bekloppter Prophet, der über eine rote Ampel fährt, ist mir jetzt aber egal. Es hat eine andere Route gemacht, ne? Route, Ute, Stute. Big Ute. Tja, keine Ahnung. So, ich hoffe, das stimmt auch alles hier. Ja, sieht gut aus. Natürlich gibt es hier noch verschiedene Routen und so, aber naja. Müssen wir mal gucken, wo wir dann hier noch hinfahren. Ja. Ja, und der Channel. Oh. Geschwindigkeitsüberschreitung. Nein, so heißt der Channel natürlich nicht. Der Channel The Profits ist auch durch unsere ehemalige Arbeitsstelle entstanden, durch einen Kollegen, und der ist Türke und hat mich dann immer Prophet Benjamin oder Prophet Benjamin genannt, oder angeblich gibt es da so einen, habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber ich, ob das stimmt, weiß man nicht, aber mir wurde ich immer Prophet genannt, und wo wir dann auf einen Channel-Namen kommen wollten, sollten, mussten, ja, haben wir uns die Prophets genannt. Dann bin ich Prophet Benjamin und das ist Prophet Kevin. Ja. Wenn man dann natürlich das eingibt, dann gibt's, findet man natürlich viele andere Sachen. Das ist vielleicht, na, nicht der Weisheit letzter Schuss gewesen, aber naja. Jetzt sollte man das auch nicht mehr ändern. Aber wer weiß, vielleicht ändern sich aber irgendwann den Namen. So. Die fahren ja auch alle wie die Henkers, also kann ich das auch machen.
haben wir bald die wichtigsten Städte entdeckt hier. Natürlich noch nicht alle Routen. Und natürlich der gesamte Osten, nicht der gesamte, aber fast. Und Skandinavien ist noch viel offen. England ist noch einiges offen. Aber dann der Rest von Europa, das hier leider nicht ganz Europa ist, aber ist dann ja entdeckt. Oh, das sieht doch schön aus. Wie Kevin sagen würde, Gebirge. Boah. Das ist aber nicht ganz nett. Hier Stau oder ach, Baustelle war. Dann dränge ich mich mal hier rein. Ist auch ganz nett. Hab ja noch nicht gesehen. Ist eine Stunde. Eine Tunnelseite hier gesperrt. Ach, Entschuldigung, eigentlich müsste ich mich mal muten. Aber warum ist es so, dass man immer, wenn man Aufnahmen hat, das, ja, vor allem wenn man Einzelprojekte macht, dass man irgendwie, keine Ahnung, keinen Frosch im Hals hat? Ich ballere da erstmal gegen, ey. 1% Schaden haben wir zwar nicht, aber, naja, weniger halt. Wird nicht immer angezeigt. Erst ab 1%. So, jetzt geht's weiter nach Torino. Nach Turin. Mit dem französischen Meister Juventus Turin, der Seriensieger. Seitdem Andrea Pirlo da war, den sie von AC Mailand geholt haben, mit 32 Jahren, noch 4 Jahre gespielt hat bei Juventus Turin, und weil AC Mailand gesagt hat, der ist zu alt, naja, aber dann wurde da hinten in Turin 4-mal in Folge Meister. Auch mit Arturo Vidal, der jetzt bei Bayern spielt. Wird es zeigen, ob Juventus Turin jetzt immer noch so gut ist. Das sind natürlich herbe Verluste. Aber die haben immer noch gute Spieler. Die haben so einen Pogba. Hört sich fast an wie Drogba. Aber naja, der ist Franzose. Drogba ist von der Elfenbeinküste. Ist irgendwo, spielt irgendwo in den USA oder so. Oder in Kanada oder keine Ahnung. Ist auch schon ein alter Sack. Das fiel mir nur gerade spontan ein. Manchmal ist es halt, ist es nicht ganz ein Let's Talk, aber ein bisschen musst du ja hier mal schnacken. Sonst fährst du ja nur rum. Und den Frosch im Hals, den kannst du auch mal vergessen. Der ist nachher bestimmt wieder weg. Das ist immer so. Mit schönen Berge hier. Es wird noch einiges entgangen. Aber ich habe das Ziel, irgendwann hier alles zu entdecken. Dann muss ich alles gelb machen. Jede Route, jede Stadt sowieso. Jede Fragezeichen entdecken. Und ich weiß nicht, ob man in jeder Stadt alles befahren muss. Damit es eben bei 100% ist, das weiß ich nicht. Das könnte angehen. Ich hoffe mal nicht. So. So, ich muss hier mal auf meine schlaue Karte gucken. Was ist das denn? Ja, das ist schon richtig.
So, wenn wir in der nächsten Folge in Turin ankommen.